Meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Willkommen zur Spieltagspressekonferenz. Zu meiner Rechten der Trainer von FSV Frankfurt, Benno Möhlmann. Zu meiner Linken unser Chefcoach Mike Büskens. Und das Wort geht wie immer an den Gast. Ja, wir haben, ich glaube, vorgestern bei der Pressekonferenz in Frankfurt noch die Frage gehabt von irgendeinem Journalisten. Ich glaube, von Herrn Schäfer war es. Warum wir überhaupt nicht 0-0 spielen. Wir hätten schon jetzt 50 Mal das nicht geschafft. Und da habe ich noch gesagt, das ist eigentlich nicht unsere Zielsetzung. Aber heute haben wir es direkt dann gehabt. 0-0 ist immer einerseits gut, weil man keinen Gegentreffer bekommen hat. Und das ist auswärts mit Sicherheit schon eine Leistung. Und wir haben uns das, denke ich, auch in beiden Halbzeiten durch insgesamt gute Defensivarbeit da verdient gehabt. Und zum Zweiten natürlich nicht so gut, weil man kein Tor erzielt hat. Und insofern ist das Spiel eben auch nicht absolut gut gewesen von uns, weil es schon einige Torchancen gegeben hat für uns. Einige Situationen durchaus dann auch in Tore hätten umgesetzt werden können. Und insofern sind wir einerseits zufrieden mit dem Auswärtspunkt und andererseits ein bisschen traurig, dass es nicht noch mehr geworden ist. Das ist die Situation und das ist das, was ich zu sagen habe. Danke. Ja, vielen Dank, Benno Möhlmann. Gibt es Fragen? Ich sehe keine Handzeichen, dann übergebe ich das Wort an Mike Büskens. Tja, und wir haben uns natürlich heute hier vorgenommen, zu gewinnen gegen den FSV. Wir wussten, dass es nicht einfach wird, weil der FSV immer wieder aus einer kompakten Abwehr versucht, schnell umzuschalten mit ihren schnellen Leuten. Sie haben heute hinter Kaplani vier davon aufgeboten. Wir haben es in der ersten Halbzeit zu selten geschafft, in die Halbräume zu kommen, weil wir auch das eine oder andere Mal mit viel zu vielen Kontakten gespielt haben, weil wir unsauber waren beim ersten Kontakt. Und so war es eigentlich für den FSV bis auf 2-10 gut zu verteidigen. Ja. In diesen 2-10 müssen wir aber eigentlich auch das 1-0 machen, was uns dann höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Sicherheit gegeben hätte. In der zweiten Halbzeit waren wir aktiver, haben wir nicht so passiv agiert wie in Halbzeit 1. Immer noch gegen einen gut stehenden Gegner, der dann auch mit fortlaufender Spieldauer die eine oder andere Möglichkeit bekommen hat, weil wir ihnen natürlich auch große Räume geben mussten. Und so müssen wir am Ende des Tages mit diesem Punkt zufrieden sein, obwohl wir uns eigentlich heute hier einen Dreier gewünscht hätten. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Mike Büskens? Frage an beide Trainer vielleicht. Es gab kurz vor Abpfiff eine Situation, Handspiel im Strafraum, ja oder nein. Wie haben Sie beide das gesehen? Wie haben Sie die Szene bewertet? Ich habe sie gar nicht gesehen, muss ich ganz klar sagen. Es war auch von meiner Bank nicht einzusehen und ich habe noch keine Fernsehbilder gesehen. Schiedsrichter stand gut, hat so entschieden. Wir haben andere Spiele gehabt, wo andere Dinge auch entschieden worden sind und wir die auch akzeptieren mussten. Na, auch wir müssen die Entscheidung akzeptieren, definitiv. Wenn es Elfmeter gewesen wäre, dann wäre das sehr schade, aber auch nicht das erste Mal gewesen. Ja, dass wir nach einem Spiel über Situationen diskutieren. Ja. Höre ich da eine generelle Unzufriedenheit mit den Schiedsrichterleistungen in Bezug auf Fortuna in dieser Saison ein bisschen raus? Na, Benno hat ja eben auch gesagt, dass es beim FSV die eine oder andere Situation schon gab in der Saison. Du bist jetzt selten da gewesen, Kitschi, aber es gab ja ohne weiteres, oder? Die eine oder andere Situation, wo wir auch hier nach dem Spiel gesessen haben und diskutiert haben.
Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Als nächstes wartet auf die Fortuna ein neuerliches Heimspiel gegen Greuther Fürth am 7.10. um 20.15 Uhr. Dann ist Länderspielpause und dann kommt das Auswärtsspiel in Ingolstadt am 20.10. 13.30 Uhr. Ich bedanke mich fürs Kommen, wünsche allen eine gute Heimreise und einen schönen Sonntag. Danke, tschüss. 7.10. Montag. Ich bin jetzt mal gut nach Hause. Fährst du weiter in Richtung Norden? Ja, die Stimme muss man da wissen, die Regel. Gute Regeneration. Guten Tag.